Jetzt bist du bereit? Ich bin bei dir. Born ready. Sehr, sehr gut. Ja, lieber Robin, herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich, dass ihr kurz vor eurem großen Event, dass du da noch Zeit gefunden hast für mich und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Nathalie, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt und bin gespannt, was du mich heute fragen wirst. Ja, ich denke, einige meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich auch schon und dein Event waren sicherlich auch da. Für alle, die jetzt noch nicht auf dem Founders Summit oder auf der Entrepreneur University waren, magst du mal kurz erzählen, was ihr denn da genau macht? Ja, super gerne. Ich beschreibe das immer sehr gerne, so ein bisschen, was die FIBO für Fitness ist, was die IAA für Automobile ist oder was die Buchmesse für Autoren und Bücher ist. Das sind wir so für diese ganze Szene der Startup und Entrepreneurship und Speaking und Coaching Welt. Also diese Avatare vereint zusammen auf eine Plattform gebracht. Das war so unsere Mission und Vision, so alle gebündelt an einen Ort zu bringen. Und ja, am Ende des Tages sind es 2 Tage voller Wissensvermittlung von den bekanntesten Unternehmern, Speakern und Experten Deutschlands. Gleichzeitig aber auch eine riesen Expo-Area, wo echt große Brands und Weltkonzerne am Start sind, wie Facebook, Microsoft, P&G, Granini und ganz, ganz viele Startups. Ich glaube, über 120 Startups sind dieses Jahr dabei, die sich dort präsentieren. Mhm. Ja, und darüber hinaus dann ja, so Sachen, die halt einfach das Erlebnis irgendwie abrunden. Wir haben, glaube ich, ja, eine Center Stage mit 5000 Teilnehmern, am zweiten Tag, am Sonntag 7 Themenbühnen, die parallel laufen, die branchenspezifische Inhalte vermitteln, von Vertriebspsychologie über Online-Marketing-Skills, alles dabei. Und da sprechen dann jeweils auf diesen Themengebieten die bekanntesten Experten dazu. Wir haben eine Award-Zeremonie, eine Aftershow-Party, also da passiert echt einiges. Mhm. So viel, dass ich an der Stelle jetzt einfach mal anhalte, darüber zu sprechen und einfach den Rat gebe, sich das Ganze mal live dann anzuschauen. Ja, ich habe es ja im letzten Jahr miterlebt. Ich kann nur sagen, es war grandios und ich bin super gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr noch einen draufhaut, also dass es noch besser wird dieses Jahr. Also von mir aus schon mal an dieser Stelle eine absolute Empfehlung. Robin, erzähl mal, ich finde es mega spannend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie lange gibt es die Entrepreneur University jetzt schon? Die Entrepreneur University gibt es mittlerweile, so die Idee dazu ist geboren so vor ein bisschen mehr als 3 Jahren, fast 3,5 Jahren würde ich sagen. Hat ganz ja, klein angefangen und habe ich gegründet so aus der Kritik heraus an staatlichen Universitäten. Ich bin selbst zur Uni gegangen, habe parallel ein Startup geführt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das, was ich in der Uni lerne, nicht das ist, was mich wirklich weiterbringt. Sowohl im Leben allgemein, als auch im Business. Und ja, long story short, ich hatte irgendwie so diese Vision von einer Uni, wo wirklich spannende Menschen vorne auf der Bühne stehen, die dir ja wirklich aus der Praxis Inhalte vermitteln können. Und das auch noch auf eine Art und Weise, wo du den Leuten so an den Lippen hängst und wirklich gerne lernst. Das Gefühl hatte ich nicht. Als ich mich dann mit Kommilitonen von mir ausgetauscht habe, ob das denen ähnlich geht, wurde das bestätigt. Und als ich ja, ich habe gar nicht den Markt so groß researched. Also ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, das selbst machen zu wollen, eine Uni zu bauen, die ich gerne in dieser Welt sehen wollen würde. Deswegen auch die Namensgebung am Ende des Tages. Und ja, am Ende des Tages klein angefangen mit ja. 350 Leuten, das erste Event im eigenen Vorlesungsraum, den ich selbst noch zur Uni gegangen bin da damals. Und ja, mittlerweile offiziell Deutschlands größte neutrale Live-Event-Plattform zu genau diesen Themen. Ja, mega. Ich weiß noch, dass ich damals von euch erfahren habe und mir dachte, ich komme ja aus dem universitären Umfeld, ne? Also aus dem, ja. Beziehungsweise nicht mehr. Ich bin ja seit 4 Wochen auch raus. Echt? Ja, was hast du gemacht? Ich schreibe eine Doktorarbeit im Bereich Entrepreneurship okay. Education. Krass, und geil. Für Kinder und Jugendliche. Und geil. Ja, seit 4 Wochen bin ich da auch raus und promoviere jetzt extern, weil ja, unter anderem, weil das Umfeld passt mir halt auch überhaupt nicht und ich hatte ja. auch so ein bisschen versucht, das System von innen heraus zu ändern, ne? Also habe auch sehr, sehr viel eingebracht von den Sachen, die wir so aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen, aber du kämpfst gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, wie so dein Eindruck ist, aber das war so, ja. Ja, damals habe ich das gesehen, dass sie das machen und dachte mir, boah, das genau das braucht die Welt, mega, mega cool, weil eben auch bei euch ja sehr, sehr viele Speaker und Unternehmer einfach da sind, die aus den eigenen Erfahrungen berichten und nicht wie jetzt manch anderer in der Uni steht und vorne steht und sagt, hey, ich erzähle euch was über Unternehmensgründung, hat aber selber noch nie ein Unternehmen gegründet. Also,
Ja, mega coole Motivation. Jetzt erzähl doch mal, also ich stelle mir jetzt halt gerade krass vor, du hattest so diese Idee, hast dann in irgendwie einem Hörsaal angefangen. Was sind so die ersten Schritte, wenn ich irgendwie so eine große Vision habe? Weil viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicherlich auch so, ja, dass sie irgendwas geplant haben und sagen, ich will damit rausgehen, aber wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen. Ich bin ehrlich zu dir, Nathalie, diese ganz große Vision, als ich gestartet bin, hatte ich auch nicht. Mittlerweile habe ich die. Ich habe die auf dem Weg gefunden, aber beim Start war die noch gar nicht so groß. Die war relativ klein und die war so überschaubar und eigentlich ganz süß und bescheiden. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, aber und das ist auch so oft so der Fehler, wenn man direkt immer zu groß denkt, obwohl ich ein Freund von Großdenken bin, dann blockiert es auch manchmal, weil man gar nicht weiß, wie komme ich da überhaupt hin und schaffe ich das überhaupt. Aber wenn man Schritt für Schritt, einen kleinen Schritt nach dem anderen macht, dann kommt man immer näher daran. Und irgendwann ist man auch irgendwie selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, jetzt traue ich mich auch öffentlich groß zu träumen und irgendwie große Visionen zu äußern. Aber erstmal Schritt für Schritt. Und wir haben angefangen damals, ich weiß nicht, kennst du Matthew Mockridge? Klar, ja. War einer meiner mittlerweile, so wie ein großer Bruder für mich mittlerweile. Und damals ich habe seinen Podcast gesuchtet, er hat mich für dieses ganze Thema überhaupt geöffnet und war für mich so einer meiner Leitbilder und habe seinen Podcast ohne Ende gehört und habe mir gedacht, ey, so einen Typen wie ihn, den würde ich gerne auf unserer Bühne haben. Und den habe ich dann einfach angeschrieben und habe über seine Website ins Impressum gegangen, habe da eine Mail hingeschrieben und habe sogar am selben Tag noch eine Rückmeldung bekommen. Und dann ging's los, die Kontaktaufnahme, wir haben erste Speaker gebucht, haben ja eine Location gebucht, hatten gar keinen Plan, wie man irgendwie ein Event organisiert. Ich sag immer, und ist auch ernst gemeint, früher wusste ich nicht mal, wie man eine Geburtstagsfeier sauber organisiert. Heute machen wir Events mit 5000 Menschen und mit unserer Eventagentur, die sich daraus auch gegründet hat, machen wir noch ganz andere Dinge. Hatten wir schon Events mit bis zu 30.000 Menschen. Und ja, man lernt auf dem Weg dahin. Also das ist so Step by Step und ich sage immer, Unternehmertum ist wie vom Hochhaus springen und auf dem Weg nach unten sich ein Flugzeug bauen. Ja. Und so haben wir das auch gelernt. Und heute noch, selbst heute noch, Nathalie, haben wir ja täglich Herausforderungen und Aufgaben, für die wir nicht qualifiziert sind. Mhm. Aber irgendwann oder irgendwie findet man immer eine Lösung. Absolut, ja, das ist richtig, richtig cool, dass du es sagst, weil das absolut Mut macht, auch denjenigen, die sagen, ja, ich muss perfekt rausgehen, ne? Das ist halt absolut nicht so. Du lernst ganz, ganz viel ja auf dem Weg. Ich finde es mega spannend, dass du es gerade gesagt hast, mit dem, ich wusste nicht mal, wie man eine Geburtstagsfeier organisiert. Das ist unter anderem eine der Fragen, die ich immer den Jugendlichen stelle für meine Doktorarbeit. Ich interviewe die dann und guck halt, ob unternehmerisches Denken und Handeln in jungen Jahren schon da ist, ne, also in der Schule, und ob das in der Schulzeit auch schon so ein bisschen mitgegeben wird. Und das ist unter anderem eine Frage, wie sieht's aus, deine Geburtstagsparty, irgendwie es regnet, du wolltest im Garten feiern, was tust du? Um die so ein bisschen einordnen. Ja. Und das passt ganz gut jetzt so als nächste Frage. Wie sieht's aus, Robin? Du hast es ja mit deinem Bruder zusammen gestartet, ist das richtig? Genau. Habt ihr irgendwie Unternehmer in der Familie? Seid ihr so, also ich gucke halt auch immer so ein bisschen, ja, die Wurzeln des Unternehmertums, wo liegen die denn so in der Familie? Oder seid ihr über die Persönlichkeitsentwicklung herangekommen? Weil das war bei mir zum Beispiel der Fall oder bei vielen Jugendlichen, mit denen ich auch spreche. Jein. Also mein Vater hat so ein bisschen unternehmerische Ansätze gehabt. Der hatte mal ein Bistro, was eine Zeit lang auch ganz gut lief, aber dann ein böses Ende hatte, weil er von seinem Partner da hart übers Ohr gehauen wurde. Das war echt eine harte Story. Und seitdem hat er sich auch niemals wieder irgendwie unternehmerisch getraut, was zu machen. Ich glaube auch einfach, dass er das auch gar nicht mehr wollte und dass das auch gar nicht zu seinem Menschentyp jetzt noch passen würde. Genau, long story short, eigentlich nicht. Also wir hatten kein klassisches Unternehmer-Elternhaus, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, auch durch meine Fußballer-Vergangenheit, hatte ich immer so das Gefühl, was zu machen, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, wo ich selbstbestimmt leben kann. Und als ich dann nach meiner Fußball-Profi-Karriere, in Anführungszeichen, so ein bisschen in eine Sinnkrise gefallen bin, dann irgendwie versucht habe, einen neuen Sinn zu finden, eine neue Aufgabe zu finden, bin ich irgendwann dann auf dieses Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung gestoßen
was halt, wie gesagt, über Matthew dann in seinem Podcast massiv gepusht wurde. Ja. Und ja, dann hat sich das so verselbstständigt und mittlerweile bin ich froh, diesen Weg zu gehen. Wobei es 80% oder 85%, und das ist jetzt lustig zu sagen, nicht Spaß macht. Mhm. Also 85% der Sachen, die ich hier mache, die machen mir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Aber die 15%, die ich mache, die sind im Kern erfüllend und sind das, wo ich sage, das bringt irgendwas der Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe da irgendwie eine Signifikanz für die Gesellschaft. Und das macht dann, diese 15% überwiegen diese 85% so, dass ich dann doch irgendwie Erfüllung spüre in diesem kreativen, ja, Schaffungsprozess. Ja, ja, das ist krass, weil wir sehen ja auch immer nur so von außen, was so passiert und was so wirklich Unternehmertum bedeutet, das wissen halt viele auch gar nicht, ne? Bist du denn der Meinung, dass Unternehmer, also dass dieses Unternehmer-Dasein, dass es nicht für jeden was ist und braucht man da bestimmte Skills, bestimmtes Mindset? Und wenn ja, was wäre das für dich? Wow, Unternehmertum ist auf jeden Fall für ganz, ganz wenige nur das richtige Lebensmodell. Mhm. Weil die Aufgabe, umso größer die Aufgaben auch werden innerhalb eines Unternehmens, eigentlich, ich hoffe, ich darf das in deinem Podcast so rabiat sagen, aber eigentlich musst du ja 3/4 des Tages auf gut Deutsch Scheiße fressen, mhm, und bist du der Blitzableiter für alle Probleme. Also ich weiß nicht, hier wollten gerade schon 4-mal Leute reinkommen, währenddessen wir sprechen. Ich habe aber abgeschlossen. Hier geht alle 5 Minuten die Tür auf und irgendjemand möchte mir irgendein Problem mitteilen, wo er irgendwie mit mir jetzt die Lösung finden, ja, möchte. Und du bist der Blitzableiter für Probleme und eigentlich kommen die Leute immer nur zu dir, wenn es scheiße ist und Probleme laufen. Und das Gute, das ist dann selten irgendwie Thema. Und deswegen, ja, ist schon nicht immer angenehm. Aber wie gesagt, wer Bock hat, Geschäftsmodelle zu durchdenken, so einen kreativen Schaffungsprozess zu erleben, mhm, und auch die Kehrseite der Medaille irgendwie für die bereit ist, dann ist Unternehmertum für mich so das coolste Lebensmodell, was du irgendwie wählen kannst. Und was brauchst du als Unternehmer, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen? Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall Mut. Wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen. Keine Ahnung, die nächste Entrepreneur University Founder Summit kostet eine 750.000 Euro Fixkostenapparat. Und als ich das Ding unterschrieben habe, da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, hoffentlich geht es gut und wir übernehmen uns nicht damit. Mhm. Und das war beim ersten Mal so, als es 20.000 Euro gekostet hat, genauso viel vom Kopf gedanklich wie jetzt die 750.000. Jedes Mal rutscht mir so das Herz in die Hose. Aber was mir dabei hilft, ist der Satz: Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Mhm. Und ich glaube, solange das der Fall ist, wirst du auch positive Ergebnisse erzielen. Solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vorm Verlieren, wirst du, glaube ich, immer irgendwie ein positives Ergebnis erzielen. Deswegen Mut ist wichtig, Hartnäckigkeit ist wichtig. Mit einem Mike Tyson letztes Jahr bei uns auf der Bühne und ich weiß nicht, ob du die Story kennst, wie wir Mike Tyson geholt haben am Ende des Tages, aber ich mach's ganz kurz für deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Am Ende des Tages habe ich den Namen meines Erstgeborenen quasi verkauft, um Mike Tyson auf die Bühne zu holen. Also ich habe ihm versprochen, wenn er kommt, dass mein erstgeborener Sohn Mike Tyson heißt. Wobei Tyson, ich habe mich mit meiner Freundin drauf geeinigt, Vorname irgendwas ganz anderes. Zweitname Tyson und Nachname dann mein Familienname. Mhm. Und dieses hartnäckige Dranbleiben hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass einer der bekanntesten Menschen der Welt bei uns auf der Bühne war. Ja. Also das zum Thema Hartnäckigkeit, super wichtig, Ausdauer haben, weil das Ding ist immer ein Marathon und kein Sprint, ja, immer Long-Term. Einstecken können, all diese Dinge sind wichtig, um, glaube ich, erfolgreich zu werden als Unternehmer. Mhm. Ja, und diese 15%, von denen du sprichst, ich meine, wahrscheinlich am meisten spürst du das, wenn das Event dann vorbei ist und so das Feedback kommt, oder? Ja, genau. Das sind dann so die ganze Zeit Blitzableiter für Probleme und jeden Tag kommt hier jemand ein Teller mit Scheiße rein, aber dann kommt doppelt so viel zurück. Kann mich an einen Moment erinnern, nach dem letzten Event auch war das, wo ich am Ende mit meinem Bruder auf der Bühne stand, so mich bedankt habe, dass alle da waren.
Bin dann so von der Bühne gegangen und dann ist mir jemand so hinterhergerannt, hat mich umarmt und hat so richtig, nicht nur so geweint, sondern so richtig geschluchzt, würde ich schon fast sagen. Also wirklich intensiv geweint und hat sich so bedankt, dass er seit der ersten Entrepreneur University vor 3 Jahren dabei war, jedes Mal dabei war, dass der Auslöser war, sich selbstständig zu machen, mittlerweile 5 Angestellte hat, erfolgreich ist, ein ganz neues Leben führt. Mhm. Und das zu hören, dass solche Stories tatsächlich durch unser Format dann doch entstehen, das gibt sehr, sehr viel Kraft. Ja, das glaube ich dir. Ja, ihr macht damit wirklich den Unterschied. Ihr habt etwas geschaffen, was völlig neu war und was ganz, ganz viel Anklang findet, gerade bei den jungen Leuten, die das, was sie machen oder diese Erfüllung nicht im universitären oder Schulsystem, sage ich mal, ne, Schulsystem finden. Wollt ihr das auch irgendwann mal für junge Leute machen? Vielleicht für Schüler? Habt ihr sowas schon mal im Kopf? Gute Idee eigentlich. Also ich finde ja, das deutsche Bildungssystem generell überwiegend für die Tonne. Also ich habe Abitur gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe studiert. Und von diesen 3 Ausbildungsmodellen, sage ich mal, war nur die klassische Ausbildung etwas, wo ich sage, das mir wirklich geholfen hat. Studium kaum geholfen, Abi würde ich fast sagen, fast gar nicht geholfen. Ja. Also so drastisch sehe ich das. Ich weiß nicht, ob ich da alleine mit meiner Meinung bin, aber ich finde es. Ich bin ganz bei dir. Ich finde, das deutsche Bildungssystem müsste mal so ein bisschen reformiert werden. Ja. Und von daher, ich würde mich freuen, wenn sich jemand dieser Mission annimmt, wirklich jungen Menschen schon viel früher irgendwie neue Inhalte zu vermitteln. Mhm. Bei uns ist halt dadurch, dass das, bei uns geht es nicht nur um Unternehmertum, bei uns geht es auch viel um Personal Development und so weiter. Am Ende des Tages ist jeder Unternehmer, und zwar der Unternehmer seines eigenen Lebens. Und trotzdem sind wir schon sehr Business-Strategien, Taktiken und so weiter. Und da beschäftigen sich die Leute halt erst frühestens mit 18, manche schon ein bisschen früher sogar. Deshalb erst später. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich helfe Menschen schon viel früher Inhalte zu lernen, die andere Relevanz haben und viel wichtiger sind und viel mehr zum heutigen Zeitalter passen. Ja, das ist ja so meine große Vision, das schon früher an die jungen Leute oder junge Menschen heranzubringen, weil ich halt weiß, wie das gerade Persönlichkeitsentwicklung, wie das mein Leben so verändert hat. Und wenn wir alle noch viel früher dran geführt worden wären, ich kann mir gar nicht ausmalen, wo wir jetzt stehen würden, ne? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, der fehlt in unserem Bildungssystem. Und deswegen, das ist lustig, dass du gerade sagst, wir sind alle Unternehmer unseres eigenen Lebens. Das ist nämlich so meine Standardfrage am Ende immer, dass ich meine Interviewpartner frage, warum denkst du, bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Weil der Startup-Schule-Podcast ja auch eben gerade das kombiniert. Nicht nur, ich erzähle ja nicht nur über Gründungsformalitäten und so gründest du ein Unternehmen, sondern mach tatsächlich auch viele Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Deswegen passt das richtig gut. Und ist auch mega wichtig. Geht auch nicht ohne, finde ich. Absolut. Und das ist auch so, also cool, dass du das auch machst. Und das ist auch genauso unsere Art zu arbeiten, weil ohne das Mindset, das Richtige und die richtige persönliche Entwicklung, ist halt kein Nährboden da, der nachhaltig irgendwie Dinge am Laufen hält. Ich glaube, das ist so sogar noch wichtiger, als irgendwie Strategien und Taktiken irgendwie zu erlernen. Ja. Mir hat auch mal jemand gesagt, noch wichtiger als an deinem Business zu arbeiten, ist es, an dir selbst zu arbeiten. Ja. Und da bin ich voll dabei. Also diese 2 Dinge zu kombinieren, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum, macht super viel Sinn. Ja. Ich möchte mal ganz kurz zu den Anfängen der Entrepreneur University gehen. Was haben so die Leute in deinem Umfeld gesagt? Haben die das supportet? Was auch, hast du mit Professoren drüber geredet? Also mit Leuten dann aus deiner Uni? Also mit Professoren und so gar nicht. Mhm. Aber ich habe eigentlich niemandem groß was erzählt. Ich habe es einfach gemacht und habe nur so meine Ängsten eingeweiht, dass ich das jetzt versuche. Das waren meine Eltern, meine Freundin und mein Bruder und die haben mich dann alle auch von Tag 1 an unterstützt. Mhm. Und habe eigentlich so mein altes Umfeld, zu dem ich immer noch guten Kontakt habe. Ich habe das jetzt nicht so abgeschnitten, so wie das viele in der Persönlichkeitsentwicklung sagen, obwohl das schon ein bisschen weniger geworden ist, aber nicht aufgrund von keinem Bock mehr auf die, sondern aufgrund von einfach wenig Zeit mittlerweile. Mhm.
habe ich trotzdem wenig gesagt. Ich habe einfach gemacht, wollte einfach mal so im Stillen mein Ding machen und gucken, was daraus wird, ohne das groß an die Glocke zu hängen. Und als ich das so in meinem engsten Umfeld so ein bisschen gespreadet habe, hat man gar nicht so richtig verstanden, was das sein soll. Eine Bühne, wo Menschen sprechen und so. Das war damals, in Anführungszeichen damals, vor 3 Jahren, als wir damit angefangen haben, schon sehr neu. Mittlerweile gibt es ja viele Multispeaking-Events. Zwar nicht so, wie wir es machen mit dem Konzept, aber das war damals schon jetzt keine Neugeburt oder so, aber das war schon eher weniger in der deutschen Szene verbreitet. Aber was macht euch jetzt so besonders? Kannst du das nochmal kurz erzählen? Weil du, ich meine, ihr habt ja richtig krasse Leute da. Ich meine, vielleicht kannst du auch nochmal kurz auf die Gary Vee-Geschichte eingehen, wenn du magst. Und das interessiert sicherlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ja, das finde ich halt richtig krass, ne? Ihr kriegt halt die Besten der Besten auf die Bühne. Ja, also was macht uns besonders? Ich glaube, das Konzept, weil es gibt kein anderes Konzept im deutschsprachigen Raum, die wirklich alle an einen Ort bringen. Ja. Außer jemand ist mal im Urlaub oder so. Jetzt leider, ich glaube, Tobi ist dieses Jahr nicht dabei, weil er auf Weltreise ist oder so. Aber sonst sind immer alle da, bis auf immer 1, 2 Ausnahmen. Ansonsten ist die komplette Szene zusammengebracht. Und das gibt's sonst nicht so. Diese ganzen Themenbühnen, diese Pitch, wir haben eine Pitch-Arena, wo Startups pitchen können, so Höhle der Löwen in live quasi, die ganze Expo-Stage etc. Also dieses gesamtheitliche Konzept bestehend aus diesen ganzen verschiedenen Bestandteilen, das ist, glaube ich, das, was uns besonders macht. Und ja, zu Gary Vee-Aktion. Gary Vee, ich sehe im Hintergrund, du hast auch ein Gary Vee-Bild. Also bist anscheinend auch Gary-Fan, sind wir auch. Und wir wollten ihn unbedingt als Speaker dabei haben. Und das Problem bei der Sache ist, dass Gary 250.000 US-Dollar als Speaking-Fee haben will, plus Reisekosten. Das heißt für uns bei jetzt schon 750.000 Fixkosten wirtschaftlich nicht abbildbar. Und wir müssen uns halt immer andere Wege suchen, um solche Leute zu holen. Da haben wir halt lange überlegt, was können wir machen, und wir haben das auf YouTube, ich weiß nicht, ob du das verlinken möchtest in den Shownotes, ja, haben wir das dokumentiert und ihm dann auch nochmal gezeigt. Wir hatten Instagram Live mit ihm und er hat es sogar so gefeiert, dass er das bei Daily V in seinem Vlog sogar auch gezeigt hat, und haben einfach super viele Aktionen gemacht. Ich habe mich gefühlt wie so eine Ex-Freundin von mir, so gestalkt bis zum Gehtnicht mehr. Wir haben wirklich alles Mögliche gemacht. Wir sind nach London geflogen, weil wir wussten, er kommt dahin, sind da am Flughafen mit 5 Leuten gewesen, haben ihn abgefangen und so weiter. Wir haben 1000 verrückte Aktionen gemacht. Am Ende des Tages hat es leider für 2019 nicht gereicht, weil er da die NFL Drafts hat und mit Vayner Sports, einer Sportagentur von ihm, vor Ort sein muss. Mhm. Aber wir haben seine persönlichen Kontaktdaten für 2020, sieht sehr gut aus, und genau, solche Aktionen haben wir gemacht. Aber bevor ich jetzt da ins Detail gehe, am besten das Video gucken. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall. Es ist so eine krasse Aktion. Und also ich denke, wer danach nicht zum Founder Summit kommt, ist echt, also ja. Das herzlos. Ja, ganz genau. Ja, Robert, noch mal einmal zum Anfang. Ich finde es halt so krass. Wann hast du denn gemerkt, dass das, also erstmal hättest du dir erträumt, dass das mal so groß wird? Hast du das erwartet? Und wann hast du gemerkt, okay, das funktioniert und die Leute, ja, weil ich, also genau, bei mir sind ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihre eigenen Startups gründen und die dann ab einem gewissen Punkt merken, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und irgendwann reitest du ein totes Pferd oder es geht richtig, richtig los. Ja. Und bei euch hat es richtig gut funktioniert. Es hätte natürlich aber auch in die Hose gehen können, ne? Wann war so der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, ich bin da auf dem richtigen Weg? Also wir hatten bis jetzt immer die Ehre und die Freude, wirklich weit vor Veranstaltung ausverkauft zu sein. Also es war die erste Veranstaltung, war, glaube ich, 3, 4 Wochen, die zweite auch nochmal 3, 4 Wochen, die letzte sogar 6 Wochen vorher. Wir sind ja sogar immer größer geworden, waren immer früher sogar noch ausverkauft. Und so beim zweiten Mal, als ich gefühlt, es hat sich jetzt wieder gedreht, aber als ich gefühlt weniger machen musste und trotzdem mehr passiert ist, habe ich gemerkt, okay, ich habe gerade weniger Input gegeben vom,
vom Aufwand her und habe trotzdem dreimal so viele Leute auf einmal da gehabt. Da habe ich gemerkt, dass wir da ein Thema getroffen haben, was viele Menschen interessiert und dass wir anscheinend auch in der Marketingkommunikation eine Sprache sprechen, die verstanden wird und die angenommen wird und dementsprechend Menschen dazu bringt, zu unseren Events zu kommen. Und dann haben wir einfach weiter Gas gegeben. Aber ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so das Gefühl, du weißt nie genau, auch heute nicht, wie nachhaltig und lange irgendwas irgendwie funktioniert. Du bist dir nie sicher. Und ich kenne mittlerweile auch Kunden für unsere Eventagentur. Wir haben da einen, der ist ein Milliardär, der hat auch auf unserer letzten Veranstaltung gesprochen, mittlerweile auch ein Kunde von uns, der Zeigen Jalzin. Ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnern kannst. Klar. Selbst solche Menschen wissen auch manchmal nicht, ja, funktioniert jetzt das noch immer noch und bis wann? Es gibt ja auch dieses, weiß ich, das ist tatsächlich mal was ich gelernt habe aus der Uni, dieser schumpeterische, schöpferische Zerstörung. Ja. Jedes Unternehmen hat auch irgendwie einen Lebenszyklus, der irgendwann mal zu Ende ist, außer so ein paar Evergreens. Long story short, du bist dir nie 100% sicher, geht so weiter, wird das Ding durch die Decke gehen. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vom Verlieren, dann läuft das. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und ich sage immer, die Erfahrung, die nimmt einem ja keiner. Es ist egal, ob es jetzt letztlich, wie lange es hält und ob der Erfolg überhaupt einsetzt. Ich meine, die Erfahrung gemacht zu haben, sowas aus dem Boden zu stampfen und sozusagen create something out of nothing, also einfach irgendwann gestartet zu haben, da bist du manche anderen eben meilenweit voraus, ne? Und das dann hinterher, also ich sag mal so, auch wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so läuft, dann kannst du die Erfahrung weitergeben, in welchem Format auch immer, ne? Also so, ja das mache ich halt sehr, sehr viel gerade auch und deswegen ist das eine Sache, wo ich eben nur sagen kann, hey, geht raus, macht, fangt an, egal was daraus wird, ja. Hey, unbedingt oder auch in Startups einfach mal anfangen zu arbeiten, wenn man irgendwie jung ist. Ich würde jedem empfehlen, in Startups zu gehen. Ich habe hier Leute sitzen, die sind 19, 20, die haben sich innerhalb von einem Jahr entwickelt. Die sind richtige erwachsene Menschen geworden innerhalb kürzester Zeit. Weil du in Startups, egal ob du sie selber gründest oder wenn du oder dann arbeitest dort, du wirst in die Verantwortung genommen, weil ein Startup dich braucht. Du wirst gebraucht, weil es ohne dich nicht geht. Also da hat jeder Verantwortung, da muss jeder ins kalte Wasser springen und du lernst so unfassbar viel, wenn man selber sich irgendwie auf die Reise macht oder einem Startup folgt und mit diesem Startup auf eine Reise geht. Ja, ganz genau. Jetzt seid ihr ja schon ein größeres Team, richtig? Also wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Wir haben, also ich muss fairerweise dazu sagen, wir haben mittlerweile zwei Unternehmen. Einmal halt Entrepreneur University, einmal Avengers, das ist unsere Eventagentur. Und tatsächlich sogar noch eine dritte, aber die ist so eine Two-Man-Show mit einem Buddy von mir, wo wir uns an Startups beteiligen. Und all in, auf all diese Dinge arbeiten knapp 20 Leute gerade. Krass, Wahnsinn. Und jetzt sagst du gerade so, das ist natürlich auch nicht mal einfach, aber in so einem Team zu arbeiten, ist schon an sich eine coole Sache, oder? Also auch zu sehen, dass du, ich meine, du schaffst damit gerade Arbeitsplätze. Es ist ja nicht nur so, dass du jetzt die Leute mit deiner Vision erreichst, dass Leute zu einem Event kommen, sondern du hast einfach auch Arbeitsplätze geschaffen, oder? Ja, ist auf jeden Fall cool. Also, aber ich muss dir ehrlich sagen, Nathalie, das war so die größte Challenge in meinem Leben. Ich habe schon so ein paar hinter mir. Ja. Auch wenn ich erst 25 bin, aber ein paar hatte ich schon durch. Und trotzdem ist so die größte Challenge gewesen, also jetzt neben so privaten Krisen und so, aber die größte Challenge neben sowas war wirklich ein Team aufzubauen, was wirklich funktioniert, Hierarchien aufzubauen, ohne dass sie zu hierarchisch wirken, Strukturen aufzubauen, wo Zahnräder ineinander greifen. Mit Menschen zu sprechen, Verantwortung über deren Leben auch mitzusammeln. Die wollen ihre Miete und so davon bezahlen, den Lebensunterhalt damit. Also damit umzugehen, ist auch nicht leicht. Oder auch mal Menschen tatsächlich zu entlassen und sowas. Harte Entscheidungen zu treffen. Das sind alles Dinge, die ich immer noch lernen muss, nach wie vor. Aber das sind alles Dinge, die ich in der Vergangenheit durchleben durfte. Ja. Und
aber trotzdem somit die schwerste Herausforderung bislang waren. Ja, auf der anderen Seite ist es einfach Persönlichkeitsentwicklung pur, ne? Das sagt man ja auch immer, so Beziehungen, Unternehmensaufbau, Teamaufbau. Ja. Richtig krass. Ja, ich habe ja gerade einen Praktikanten bei mir und das ist auch so meine erste Herausforderung, so zu gucken, hey, wie läuft das überhaupt? Das ist richtig, richtig cool. Also ich stelle mir das jetzt so bei dir hoch 20 vor gerade. Ja, mega. Ja, ist not easy, aber irgendwann lernt man auch abzugeben, Vertrauen aufzubauen. Ja. Das war auch so ein Ding. Ja. Irgendwann mal zu lernen, nicht alles selbst machen zu müssen. Im Gegenteil, weil du es irgendwann auch gar nicht mehr kannst. Ja. Und dieses Loslassen. Ich habe so ein Angst vor Kontrollverlust, glaube ich. Ja. Deswegen trinke ich zum Beispiel, glaube ich, gar keinen Alkohol. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, lustigerweise. Und die Leute fragen mich immer, warum. Und ich sage immer, ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich so ein Typ bin, der so ein bisschen scared ist vor Angst, Kontrollverlust. Ja. Und das dann aber im Unternehmertum, so die Zügel manchmal locker zu lassen und irgendwie machen zu lassen. Ja. Das war auch eine Herausforderung und muss aber irgendwann passieren, wenn du wachsen willst. Ja, absolut. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr lang, Robin. Was ist so dein persönliches Highlight? Hast du ein Highlight oder ist alles so, darfst du sowas sagen, was dein Highlight ist? Fürs kommende Event jetzt? Ja, genau, für den Founders Summit. Boah, es ist schwer zu sagen, da überhaupt ein Highlight herauszustreichen, weil das super individuell ist. Also ich persönlich freue mich echt, wir haben Sophia the Robot dabei, das ist so die weit entwickelste künstliche Intelligenz der Welt, so eine Speakerin, also ist ja keine Frau in dem Sinne, aber eine Art von Speaker, die irgendwie keiner hat kommen sehen, weil es kein klassischer Speaker ist, das ist ein Robot, ja. Also Roboter, ja. Der weitentwickelste der Welt, der kommt extra aus Hongkong eingeflogen. Mit der kannst du genauso ein Interview führen wie mit mir. und das zu sehen, das finde ich spannend tatsächlich. Aber auch so ein Frank Thelen als Startup-Größe, ein Ralf Dümmel von Höhle der Löwen, John Strelecki von Big Five for Life und der Café am Rande der Welt. Ja, also die Summe aus allem macht und ich persönlich freue mich aber am meisten. Ich glaube, mein persönliches Highlight wird dann hoffentlich, wenn 5000 zufriedene, glückliche Gesichter Sonntagabend aus den Hallen rauslaufen. Ja. Das wird, glaube ich, mein persönliches Highlight. Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen und das wird hundertprozentig so sein. Also ich freue mich auf jeden Fall total drauf und ich finde es halt gerade so krass, weil mir wird auch wieder bewusst, ich habe das gesehen mit, wie heißt die, Sophia? Sophia the Robots, ja. Wir sind gleich durch, kannst du deinen Leuten sagen. Ich merke schon, die klopfen da wie verrückt an der Tür. Genau, ja, also einfach, das ist quasi, dass wir alle grenzenlos sind irgendwo. Ne? Es gibt nichts, was irgendwie nicht geht. Wenn man den Willen dazu hat, dann kriegt man es auch irgendwie hin. Magst du mir jetzt zum Schluss, ehe die Leute dir die Tür einrennen, möchtest du mir einmal die Frage beantworten, wirklich kurz und knapp. Warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Weil nur ich mich rechtfertigen muss am Ende des Tages, für welches Leben ich mich entschieden habe. Und deswegen habe ich mich entschieden, alles selbst zu gestalten. Macht übrigens jeder, ohne dass er es weiß. Jeder entscheidet selbst, was für ein Leben er fühlt. Und ich bin fast so hart zu sagen, dass jeder genau das Leben hat, was er will. Und ja, dass wir alle einen freien Willen bekommen haben und egal welche Erfahrungen wir machen mit so ein paar Einschränkungen, wohlbemerkt, sind es alles Erfahrungen, die man bewusst oder unbewusst sich selbst ausgewählt hat und für die man sich bewusst oder unbewusst selbst entschieden hat. Und ich habe mich halt entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich selbstbestimmt leben will, weil ich einfach ja persönlich mich entfalten will im Sinne von kreativen Schaffungsprozesse durchleben. Ich will einfach Dinge erschaffen. Daran habe ich echt Spaß. Und genau deswegen bin ich Unternehmer geworden und habe es auch noch vor, noch ein bisschen zu bleiben. Ja, mega. Vielen, vielen Dank, Robin. Habt ihr noch Tickets? Ja, oder? Genau, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir 5 Wochen vor Event. Wir haben noch ein paar Tickets. Genau, nicht mehr ganz so viele tatsächlich.
Und ja, es gibt aber noch ein paar Tickets und wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Ich weiß nicht, willst du einen Rabattcode oder so machen für die Leute? Dann, Also ich glaube, da sagen die Leute jetzt nicht nein, wenn du einen hast, wäre cool. Ja, wir unterhalten uns gleich im Nachgang. Okay. Lass uns jetzt sagen, wie soll der heißen? Startup-Schule? Oder Startup-Schule ist super, ja. Okay, also Startup-Schule, alles zusammen und klein geschrieben, genau. Als Rabattcode. Und wie viel es dann wird, verhandle ich gleich mit Nathalie aus. Alles klar, cool. Da freuen sich die Leute. Ich freue mich auch mega. Vielen, vielen Dank, Robin. Also nochmal für alle, ich kann euch das Event nur empfehlen. Ich war letztes Jahr da, ich werde dieses Jahr wieder da sein und hoffentlich noch viele Jahre. Ich danke dir für deine Zeit, deine wertvolle Zeit. Ich danke dir für den coolen Input und wünsche dir alles Gute und hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht und ich finde es großartig, was du machst und feierst das, dass du als Frau in diesem Thema auch so vorangehst, weil wir haben viel zu wenig Frauen, die sich irgendwie trauen, dieses Thema öffentlich irgendwie zu vertreten, ja. Und dafür einzustehen. Ich hoffe, dass das auch durch dich, und da bin ich mir sicher, einige Frauen inspiriert werden, auch sich zu trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Thema. Und danke dir auch als Mann dafür, dass du als Frau dich für dieses Thema so stark machst. Vielen, vielen Dank, Robin. Bis dann. Wir sehen uns spätestens beim Founder Summit. Ich danke dir und für die, die zugehört haben, danke fürs Zuhören.